Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Europa Universalis 4 mit Frankreich. In der letzten Folge haben wir Orléans haben wir annektiert und die Truppen uns einverleibt. Jetzt haben wir noch einen Rivalen über, den lassen wir auch über, weil wir uns den nicht als Burgund festlegen wollen und Aragon auch und Österreich auch jetzt keine guten Auswahlmöglichkeiten sind für uns. Cornwall verbessern wir momentan noch die Beziehungen. Und wir haben noch Berater frei, ein Stück. Aber da ist jetzt momentan noch nichts Berauschendes bei. Dann lassen wir mal weiterlaufen hier. Schiffe können wir noch 3 bauen, das werden wir jetzt auch demnächst mal tun. Und zwar setzen wir das Ganze mal. Ich hätte gerne auch ein Transportschiff. Auf jeden Fall, dass wir 5 haben. Ich mag glatte Zahlen. Nö, nee, möchte ich eigentlich nicht. Jedenfalls nicht wieder. Ja, das ist natürlich, ne, mit den Rivalen hat natürlich Cassier hat natürlich Aragorn als Rivalen markiert und dadurch haben wir natürlich, weil wir eine Allianz mit beiden haben, haben wir natürlich den Malus von Allianz mit Rivalen von minus 25. Aber momentan sind unsere Beziehungen zu beiden noch gut. Da ist das nicht so schlimm. Oh, es gibt doch noch Granada. Seid ihr aber langsam momentan, ne? Es ist schon 11 Jahre vergangen, es gibt immer noch Granada. Naja. Staatsseele von Britannien möchte ich auch immer noch nicht. Armagnac haben wir momentan die Mission, dass wir die Beziehung verbessern. Die werden wir auch bald erfüllt haben. Eine verbesserte Reputation, na, diplomatisches Geschick. 5 Jahre lang nehmen wir mal mit. Ist auch schon unser Transportschiff fertig. Bauen wir das Ganze mal aus hier. Wir wollen ja auch ein bisschen was hermachen momentan. Wenn es wieder irgendwann mal in den Krieg mit England geht, dass wir auch ein bisschen was mitmischen können hier oben. Können wir momentan zwar nicht, weil wir momentan nur Co, Prito und Languedoc als Wasserprovinzen haben, was unser Limit an Wasser, also an Schiffen erhöht. Das wird sich irgendwann mit Normandie, Gascogne und Labor ein bisschen erhöhen und werden hier Staatssee vorbei. Das wird demnächst gleich hier aufploppen. Wollen wir weiß, dass wir nicht haben, weil das wieder unsere Legitimität um 2 verringern würde. Und da das nur plus 0,1 verbessert pro Staatsehe, bräuchten wir trotzdem noch 0,1, 2, 20 Monate, also fast 2 Jahre, um da wieder diese 2 Punkte wieder rauszubekommen. Und das lassen wir mal. Hat sowieso kein langes Dasein, weil diese Versuche nach und nach alle verschwinden werden. Marokko. Oh, das finde ich jetzt nicht unbedingt. Beziehungen sind verbessert worden. Wunderbar. Papstlichen pilzigen Beziehungen, Vatikan plus 100. Wie sieht es hinter momentan aus? Ja, dauert aber eine Weile. Und 5 Prestige ist jetzt auch nicht so berauschend.
Waffenreserven, fehlt noch einiges. Oh, ja, Main. Muss jetzt noch nicht unbedingt sein. Wie sieht es mit der Provence aus? Mit Ungarn und Gelre verbündet. Ja. Ist nicht so, dass ich sagen muss, muss jetzt unbedingt sein. Habe ich schon was Neues? Nö, noch nichts Neues. Dann lassen wir das auch noch. Können wir mal schauen hier. 434 zu 454 zu 444 und Österreich 443 auf unserem Level. Sowohl Toskana sind momentan von. Ach nee, gar nicht. Aachen ist momentan top mit 545. Können wir momentan damit leben? Eins haben wir noch frei. Hängen wir das gleich hinten in die Warteschleife mit ran. Und unsere Rüstkammern warten ja auch noch auf uns. Das hier nicht immer anzeigt und das zeigt er an, das zeigt er an, aber wenn man hier das nicht anzeigt, ist ein bisschen ärgerlich. Schauen wir halt hier nach 146 schon. Na, jetzt hat er schon Leinster als Vasallen, wunderbar, das ist der erste Schritt. Jetzt sind wir noch mit Connacht verbindet, was auch noch. Auch noch als Vasallen annehmen wird. Aber noch ist England nicht mit Österreich verbündet. Das ist schon mal ganz gut. Dass wir da keinen Zwei-Fronten-Krieg immer haben, indem sie von hier kommen und von da kommen. Ist ja nicht unbedingt das, was wir wollen. Ah, das Österreich sieht die Niederlage ein. Was ist denn passiert? Naja. Gut, was können wir momentan machen? Hier ist unser Schiff fertig. Da wird das nächste Schiff momentan in Gang gesetzt. Damit wir es auch haben, gibt es ein schönes. Legitimität von 100, ja, das dauert noch eine Weile. Ja, komm, dann machen wir das. Und setzen das als nächstes rein hier, wenn das fertig ist. Das dauert ja nicht mehr so lange. So, wir nehmen den mal zurück hier. Zack. Verbessern wir mal die Beziehung da. 5 Prestige haben oder nicht haben. Die nächste Rüstkammer. Das macht England momentan noch gar nichts. Waffenruhe hält auch noch 3 Jahre. Bevor da was passieren kann. Und da die momentan nur mit Connacht verbündet sind, braucht man da jetzt keine große Angst zu haben. Wir stehen momentan auch noch bis auf Burgund, aber das ist ja normal. Burgund und England stehen wir auch relativ gut da. Mit Portugal haben wir uns selber verscherzt. Und da brauchen wir uns da jetzt nicht wundern. Aber dem Rest sind wir relativ neutral da. Das ist ja die Hauptsache. Haben wir jetzt schon was Neues hier? Nö, nicht wirklich. 5% zurück. Ja, könnte noch ein bisschen besser werden.
Da wir momentan Sinn haben, so eine Rüstkammer bauen. Ist das im Moment auch nicht so wichtig. Ja, wir haben schon mal 41. Konnektierte Vasallen haben wir noch minus 26. Rüstkammer. Das Schiff ist auch fertig. Wunderbar. Jetzt haben wir vier große Schiffe und 5 Transportschiffe. Schon mal mehr können wir aktuell sowieso nicht. Maximum. Da möchte ich auch ungern drüber hinaus. Kultur ist uninteressant. Da sind wir eigentlich wunderbar über auf dem grünen Zweig. Noch enger drüber gehen. Da wird es mit Kultur schwierig. Aber umso mehr Provinzen wir hier haben, irgendwann ist auch Englisch eine akzeptierte Kultur bei uns. Habe ich in meinem privaten Let's Play auch schon gehabt. Da brauchte man dann auch keine Kultur mehr umändern. Na, das war jetzt ganz schön lang. Das hat aber gedauert. So. Was liegt als nächstes an? Eine Rüstkammer zu bauen. Das wird jetzt momentan zur Normalität werden hier. Immer noch nur 5%, obwohl wir nur schon ein Jahr weiter sind. Naja. Macht ja nichts. Nicht so wild. Naja. Machen wir halt mal eine Zielübung hier. Ziehen wir dich mal da runter. Obwohl ja die Idee auch gar nicht so schlecht wäre hier mit dem diplomatischen Unterhalt, was wir auf jeden Fall immer gebrauchen können. Wir haben ja unter 9 von Schottland die hoch. Ah, dann nehmen wir das Prestige. Das macht aber momentan so mehr als genug, als wir das brauchen können. Nehmen wir das Prestige. So. Du kannst hier runter marschieren. Moral ist aufgefüllt. Zack. Wunderbar. Kannst wieder zurück marschieren. Was wollte ich gerade sagen? Ah ja, die Garantie für Schottland möchte ich auch ungern aufheben, weil das immer noch den Krieg zwischen England und Schottland verzögert um ein paar Jahre. Irgendwann wird England trotzdem Schottland angreifen. Aber solange wir das herauszögern können, sollen wir es auch tun. Denn wenn England Schottland überrennt, wird England immer stärker und wir wollen ja kein starkes England, sondern ein schwaches England haben. Deshalb haben wir ja nun auch schon hier uns den Fuß in die Tür gestellt. Aha, jetzt haben wir es auch schon. Was ich gerade meinte, ne? Weil wir ja die Unabhängigkeit Schottlands garantiert haben, werden wir jetzt in den Krieg rufen gegen England.
weil England einen Angriff gegen Schottland führt. Gehen die natürlich an, ist klar. Führen sogar die. Führen sogar den Krieg an. Ja, Cornwall, das hättest du. Wäre ich ja noch nicht gleich losmarschiert. Das hätte ich ja noch nicht gemacht. Ich meine, wir können wahrscheinlich sowieso nicht unbedingt rüber. Können es ja mal versuchen. Aber die Engel hat sowieso um einiges mehr Schiffe als wir hier. Wohl doch gar nicht mal so unbedingt. Doch gar nicht mal so unbedingt. Ihr kümmert euch darum. Aber wie es in diesem Krieg weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Europa Universalis 4 mit Frankreich. Ciao, ciao!